So, da bin ich wieder bei Let's Play Star Drive auf Stufe Brutal. Lang hat es gedauert, bis der nächste Part rauskam, beziehungsweise ich jetzt mal den nächsten Part mache. Ja, jetzt muss ich raus, beziehungsweise muss ich jetzt hier erstmal wieder einen kleinen Übersicht bekommen, was ich hier überhaupt mache. Ist ein bisschen lustig, so auf Stufe Brutal. Warten wir mal ab, was hier alles so geschieht. Okay. Ja. Habe ich mit jemandem Krieg? Nee, bis jetzt sieht es ganz human aus. Mit den Bären habe ich komischerweise den übelsten Handelsvertrag und Bündniszeugs. Was habe ich in Forschung? Das müsste. Ach, da kann ich sehen. Das genetische Labor sein. Kriege ich ein bisschen Forschung dazu. Höhere Schiffrumpf erforsche ich dann demnächst. So. Einiges an Kohle bekomme ich, merke ich gerade. Das heißt, hier tue ich mal das ein bisschen runter. Ja, Truppen könnten wir wieder bauen. Die brauchen wir sowieso immer. Mit wem mache ich das nächste Mal Krieg? Lucius 2, wo ist es denn? Da habe ich gerade gesehen, dass ich ganz viele Bodentruppen habe. Ja, genau, jetzt geht der Klickerei wieder los. Ja, klick, klick. Oh, voll verfehlt. Mir ist so beim Video anschauen aufgefallen, dass man den Mauszeiger nicht sieht. Ziemlich unpraktisch. Ich weiß eigentlich gar nicht, wohin ich klicke. Ist aber spielabhängig. Ich sehe den Mauszeiger als braunes Dreieck. Wir hätten mal längst so ein Update rausbringen können, wo man so Tastaturkürze oder so verwenden kann. Also entweder bin ich zu doof, hier die Befehle zu finden. Oder das Spiel ist einfach nicht so benutzerfreundlich programmiert. So, Steuerung 4, eine ganze Gruppe. So, das genetische Labor haben wir gerade erforscht. Das heißt, überall da, wo ich jetzt Forschung betreibe, wenn das irgendein Planet ist. Ah, Moment. Da habe ich einen. Aber da ist das genetische Labor schon drauf. Pro zugewiesener. Tja, okay. Dann bekomme ich wohl die meisten Forschungspunkte von meinen Forschungslaboren, die mir nämlich einen Dings da dazu geben. Okay. Wenn ich jetzt gegen Weißkrieg führe, muss ich mal kurz schauen, was der so für Truppen hat. Wo ist denn der Heimatplanet? Das ist meistens der, der am meisten Bevölkerung hat. Ah, da hinten müsste das sein. Ja, da ist schon einiges am Start. Aber ich scheiß drauf, ich gehe jetzt mit allem hin, was ich habe. Das heißt, ich muss meine Kriegsmaschinerie wieder antreiben. Schiffe, was habe ich denn letztens konstruiert? Ein paar Rocket-Kreuzer und Phaser-Kreuzer. Okay, dann baue ich mal ein paar von denen hier. Herausgefunden habe ich, dass die Kampfflieger ziemlich crazy sind. Ein Laserdrohnen. Na, mal schauen, die sind bestimmt auch gar nicht so schlecht. Lenkwaffensilo, brauchen wir nicht. Hier können wir ein paar Fregatten bauen. Rocket. Aber die Kreuzer sind halt schon ziemlich teuer in der Produktion und Unterhalt vor allem. Hier könnte ich noch wieder Kampfflieger bauen. Da haben wir sie. Ganz normale Vulcans.
Klick, klick, klick wieder, wie immer. Bin ich ja schon gewohnt. Ich merke gerade, dass ich ziemlich gut Geld habe. Das heißt, die Steuern könnte ich mal ein bisschen runtersetzen. Mich mehr Produktion und so weiter kriege. So, da bauen wir ein paar Kreuzer. Phaser, Rocket-Kreuzer. Das ist auch ein perfekter Ort, um Kreuzer zu bauen. Hat hohe Produktionspunkte. Da bin ich gerade überschwemmt von Boden drum, sehe ich gerade. Aber die Reichsbank baue ich noch hin. Gibt es ein bisschen Kohle. Und mal wieder ganz viele Kampfflieger drauf klatschen. Ah, genetisches Labor. Da haben wir auch ganz viele Punkte. Korvetts könnten wir vielleicht auch welche bauen. Ich baue die immer ganz gern so gemischt alles. Okay, das müsste jetzt erstmal die Kriegsmaschinerie antreiben. Okay, Anti-Torpedo-Cruiser. Machen wir mal auf 2 die Geschwindigkeit. Da haben wir die Bodentruppen. Da haben wir die Special-Schiffe. Die schicke ich mal hier an die Front. Okay. Da habe ich nichts. Da lasse ich lieber noch in Ruhe. Da baue ich noch ganz schön. Steuerung 5 ist eine crazy Gruppe. Geht mal zu dem Planeten. Was habe ich denn hier alles, ey? Ganz viele Rocket-Kreuzer. Steuerung 6. Weiß ich es ja fast überall. Das heißt, ich muss meine Truppen so ein wenig verteilen. Oh Mann, wird das lustig, ey. Wenn das hochgeht. Machen wir mal die Geschwindigkeit auf 4. Multiple Chips. Wie schnell mein Geld wieder ganz schön runter geht, beziehungsweise die Credits, die ich kriege. Sieht man hier schon wieder. Unterhalt von den Kreuzern. Deswegen ist das nicht empfehlenswert, nur Kreuzer zu bauen. Das sollten eigentlich eher so Unterstützungsschiffe dann sein. Das gibt eine heftige Schlacht, ey. Fregatten und Raketen, da habe ich auch noch eine Ticke dabei. Ah, eine Gegenspionage ist erfolgreich gewesen und eine andere nicht erfolgreich. Ah, ich muss meine Steuern wieder erhöhen, sonst bin ich im Minus, was jetzt nicht so viel ausmachen würde. Aber mit der Zeit wäre man dann schon etwas pleite. Okay. Wo habe ich jetzt noch Bodentruppen? Da muss ich mal schauen. Ah, da habe ich doch einen ganzen Planeten voll. Dann stopfen wir hier mal wieder die Liste voll. Wo ist es? Opterius 3. Opterius. Wo bist du? Ach, da bist du ja. Okay, jetzt geht mal wie gesagt wieder Klicke los. Aber das kann sich nur um Stunden handeln.
Wenn ich schon Krieg mache, dann richtig. Dann mach gleich so einen Multifrontenkrieg. Okay, Steuerung 7 habe ich noch nicht belegt. Das heißt, mit denen fliege ich natürlich dann hier hin. Was haben wir denn hier? Ein genetisches... gar nichts haben wir hier. Okay, gleich muss es krachen. Und das nicht zu wenig. Polyship-Truppen. Okay, die schicken wir auch mal alle raus. Wie sagt man das so schön? The war has... ach, wie auch immer. Mein Englisch ist, wie gesagt, so ganz toll. A war can begin. Ach, schicken wir mal ein paar Kampfflieger da dazu. Ein paar ist gut. Boah, das hält mein PC gerade nicht aus, ey. Was haben die denn alles für Bodentruppen? Wow, alles voll. Okay, ich speichere jetzt erstmal ab. Das könnte nämlich jetzt voll nach hinten losgehen. Safe, okay. Diplomatie. Wo ist Weiß? Weiß ist hier. Kontakt. Die Polovs kommen, um des Todes Fersen zu schnüffeln. Was ist? Boah, Krieg erklärt. Bam. Okay. Truppen, alle landen. Boah, Gott, das! Ultra laut! Okay. Wenn hier irgendjemand versucht, Micro zu machen, unmöglich. Boah, der schickt dir alles hin, ey. Okay, ich brauche Verstärkung. Ich habe zwar hier so irgendwie gedacht, ich schick. Aber ich brauche Verstärkung, eindeutig. Okay, die können hier bleiben. Oh, holy shit, ey. Oh, jetzt kommen die Monsterflotte. Die Masterflotte. Ich glaube, da tue ich mal die Geschwindigkeit mal ein bisschen runter. Damit das nicht so supermäßig ist. Also ich versuche mal so ein bisschen Micro zu machen. Wenn es irgendwie möglich ist. Mit den Truppen gehe ich mal gleich zum nächsten Planeten. Oder auch nicht. Hat er da noch Kampfschiffe? Ja, ein paar hat er auch. Versuche ich da mal mein Glück. Okay, da unten habe ich ja schon mal was bereitgestellt. Für die Invasion. Truppen landen. Na, ob das reicht? Der hat schon Panzer. Okay, schauen wir uns nochmal das Gemetzel an. Der
ich habe ein kleines Problem. Ich hätte die nicht wegschicken sollen, die Truppentransporter, merke ich gerade. Habe ich die denn weggeschickt? Jetzt peile ich nämlich gar nichts mehr. Da habe ich einen. Schick mal sie nochmal zurück. Sollen wir alles schön landen? Ist immerhin der Heimatplanet. Beziehungsweise mache ich den extrem Schaden. Der will fliehen, so wie es aussieht. Jetzt klicke ich mal auf 7. Wo habe ich denn da die Flotte? Da habe ich. Okay. Da waren ein paar kleinere Fights. Da haben wir so einen kleinen großen Fight. Und was sieht, wie sieht der Planet aus? Das sieht einfach so krank aus. Gucken wir mal hier rüber. Okay, der will hier hinfliehen, das heißt, ich blockiere mal den Planeten. Soweit wie es möglich ist. Ich brauche mal wieder Bodentruppen. Muss ich mal kurz schauen, wo welche gebaut werden. Ah, hier sind einige fertig. Auf Referon. Referon, Referon. Wo bist du? Da unten. So, beeilen wir uns mal mit dem Klicken. Gleich geschafft. So, bevor ich weitermache, der nächste Part kommt gleich in Anschluss.